der Generator Gottes. Guckt man per Teleskop in weite galaxiale Ferne, erweckt dies den Anschein, dass die Erde im Zentrum ist. Es gilt, die Nuss zu knacken, um zu gelangen zum Kerne, doch dazu bedarf es gewisser List. Rasend, sprengerartig entströmt Massenenergie dem Punkt des ersten Werdens, der ersten Anfänge. Und fragst du nach dem Wie, musst du erkennen ferne Ränge. Der Rasensprenger begann zu wirken und an jedweder Stelle, bis es kam zum Land der Birken, musste sich behaupten die Entstehungswelle. Im Groben gezeichnet entsandte die allererste Galaxie im Halbkreis zu uns ihre Lichtstrahlen. Fragt man nach dem Wie und bewegt man den Verstand fernbloßer Wahlen. Die Lichtbögen allererster Anfänge begrenzen das All. Das Proton behauptet sich mit 3 Quarks, das All mit 4 Gruppen von Galaxien, entsprechend dem Prinzip vom Urknall. Und wir gehen zu den Klosterburgen mit ihrer Vielfalt von Suppen. Doch siehst du mitnichten den krummen Bogen, dir erscheinen die Lichtstrahlen gerade. Und findest du meine Erklärung überzogen, besuche mich beim Kneipen mit nackter Wade. Eigentliche Ordnung der Dinge konnte sich erst gegen Ende der kosmischen Uhr entfalten. In meiner Waschküche ich meine Wäsche ausbringe und ich gehöre zu den Balten.